Ja, erstmal guten Abend. Ich wurde als Architektin und Fachfrau gebeten, heute hier durch den Abend zu moderieren. Und ja, mein Ehrgeiz liegt darin, es zu schaffen, alle mit einzubeziehen. Ich denke, das ist die Aufgabe heute, die man mir übertragen hat. Und ich wünsche mir so eine Art Ping-Pong zwischen allen Beteiligten in ganz sachlicher und inhaltlicher Form, um hier das gemeinsame Wissen und auch die gemeinsamen Meinungen oder auch getrennten Meinungen oder unterschiedlichen Standpunkte einfach inhaltlich vorzutragen und zu diskutieren. Das ist etwas zu hoch, ich glaube, ich muss ein bisschen zurechtbasteln. Ich habe, um hier überhaupt einen Einstieg zu finden, ein paar Fragen vorbereitet bekommen, die ich jetzt mehr oder weniger gut ablesen werde. Und die sind natürlich dazu da, um als allererstes auch unsere Experten, die da sind, anzuregen, ein bisschen Inhalte hier zu uns zu bringen. Und dann wünsche ich mir aber schon auch direkt konkret zu diesen Inhalten auch Meinungen anderer. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Also wir steigen hier gleich in die Frage nach dem B-Plan-Verfahren ein. Das ist, glaube ich, unser erstes, das ist jetzt weiter, es gibt drei Themenkreise und wir haben jetzt also hier im ersten uns beschäftigt mit den Fragen nach dem Wasserbecken. Frage ist, welche Rolle der Masterplan im B-Plan-Verfahren spielt und wer der Vorhabensträger ist. Das Wasserbecken wird im Rahmen eines begünstigten Verfahrens im Außenbereich behandelt. Argumentiert wird, dass das Wasserbecken öffentlichen Belangen nicht entgegensteht und damit gestattet ist. Es muss laut Senat nicht zurückgebaut werden, falls sich in einem Volksentscheid dagegen entschieden wird. Es hat einen Bauantrag bekommen, so heißt es hier, und hat als festes Bauwerk daher Bezug zu den B-Plänen. So, jetzt kommen zu dieser halben Frage jetzt die konkrete Frage. Besitzt ein Sonderbauwerk, als dass dieses Wasserbecken ja bezeichnet wird, qualifiziert als Freizeit- und Vergnügungspark, § 2 Absatz 4 Ziffer 14, eine Privilegierung im begünstigten Verfahren bzw. im Außenbereich? Und ich habe ihn noch nicht begrüßt, aber ich habe gehört, Herr Kemper als Rechtsanwalt ist heute anwesend. Ist der schon da? Ja. Diese erste Frage haben wir gedacht, Herr Kemper geht direkt an Sie. Sie brauchen ein Mikrofon, da kommt es schon. Dass Sie uns vielleicht ein bisschen die Zusammenhänge erklären. Ja, würde ich gerne zumindest versuchen. Ich muss vorausschicken, ich komme gerade von einer anderen Veranstaltung zu einem völlig anderen Thema und die Einladung kam ebenfalls sehr kurzfristig. Ich bin nicht konkret vorbereitet auf das, was wir hier heute diskutieren, aber immerhin seit 20 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Insofern kann ich auf jeden Fall was sagen. Nur zu der ganz konkreten, zu dem ganz konkreten Vorhaben weiß ich, sage ich offen, zu wenig. Deshalb versuche ich es erstmal allgemein. Also man muss im Baurecht, im sogenannten Bauplanungsrecht, unterscheiden zwischen dem Innen- und dem Außenbereich. Der sogenannte Innenbereich ist der, der bebaut ist und in dem Natur sozusagen den geringeren, maximal geringeren Anteil spielt, Anteil hat. Der Außenbereich ist der Bereich, der eigentlich nicht bebaut werden darf. An dem Wort eigentlich merken Sie, dass es Ausnahmen gibt und das sind sogenannte privilegierte Vorhaben. Das sind die, von denen der Gesetzgeber mal gesagt oder über die der Gesetzgeber entschieden hat, dass die im sogenannten Außenbereich durchaus errichtet werden dürfen. Diese sogenannten privilegierten Vorhaben sind ursprünglich Vorhaben gewesen, die typischerweise im Außenbereich existieren. Das sind genau deswegen typischerweise landwirtschaftliche Betriebe, also der Bauernhof irgendwo draußen vor der Stadt
ist der Klassiker des privilegierten Vorhabens. Der darf sogar neu errichtet werden unter bestimmten Umständen. Und dazu kommen andere Vorhaben, die im Innenbereich, also im städtischen Bereich, nicht untergebracht werden können, da auch nicht hingehören. Oder umgekehrt, die gerade genau in den Außenbereich gehören, weil die da erforderlich sind. Was das Becken betrifft, ist mir nicht ganz klar, auf welcher Basis es genehmigt werden soll. Grundsätzlich, ich will mal ein bisschen provozieren, wird bei solchen Vorhaben relativ oft so eine Art Etikettenschwindel getrieben. Normalerweise muss alles, was eine bauliche Anlage ist, eine Baugenehmigung haben oder eine ähnliche Genehmigung nach einem anderen Gesetz. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bestimmte Vorhaben sozusagen unter einer anderen Überschrift laufen zu lassen, nämlich nicht als Bauvorhaben. Um ein prägnantes Beispiel zu sagen, wer Kies abbauen möchte, der braucht eigentlich eine bergrechtliche Erlaubnis. Die zu bekommen ist sehr schwierig. Typischerweise werden Kiesabbauvorhaben irgendwann beendet, dann entsteht bleibt ein riesiges Loch über. Das wird mit Wasser gefüllt und dann entsteht ein sogenannter Baggersee. Der ist tendenziell leicht zu genehmigen. Also beantragt man nicht die bergrechtliche Genehmigung zum Kiesabbau, sondern die wasserrechtliche Genehmigung zur Errichtung oder Schaffung eines Baggersees. Ja, und schon läuft alles viel besser. Da gibt es sehr viel Diskussion drüber seit Jahrzehnten. Es gibt auch sehr viel Rechtsprechung dazu, genau. Aber die lässt auch alle Möglichkeiten offen. Also, ich will Ihnen sagen, mir ist nicht klar, wie dieses Becken, auf welcher Basis das gebaut werden soll. Wenn es jemand, wissen Sie das? Also ich bin ja hier die Moderatorin. Ich habe jetzt hier schon zwei Wortmeldungen. Wenn das jetzt konkret hilft, oder machen wir das auf jeden Fall. Wir müssen jetzt gucken. Also ich denke nicht, dass ich immer nach Reihenfolge arbeiten kann, weil es inhaltlich natürlich, wenn jemand konkret eingehen will. Aber